Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Im heutigen Video gibt es Teil 2 von dem ehemaligen Riesenkrankenhaus. Wir sind jetzt gerade wieder aufs Gelände. Wir haben auch zwei Jungs getroffen, die uns noch ein bisschen was zeigen wollen. Wir haben jetzt gerade erfahren, dass es hier auch so ein verlassenes Fahrzeug gibt, irgendein Bus. Und ja, mittlerweile stehen wir hier vor so einer Art Villa. Und ja, wenn ihr wissen wollt, was es gibt, bleibt jetzt dran. Viel Spaß mit dem Video. So Leute, hier ist hier der Eingang zu der Villa oder Wohnhaus. Der Karsten ist auch mal dabei wieder. Ja, und ihr seht schon hier drin, also alles zerstört. Also hier ist wiederum nichts, was nicht kaputt ist. Ich sehe gerade, dass meine Weitwinkellinse schon wieder ins Bild reinschaut. So, jetzt dürfte es weg sein. Hier alles kaputt. Da hinten war mal der Garten von dem Gebäude. Wer hier gewohnt hat, kann ich leider nicht sagen. Ob das vielleicht ein Offizier war oder irgendwas in der Richtung, keine Ahnung. Hier haben wir auf jeden Fall noch einen Kamin. Ich denke mal, dass wir hier im Wohnzimmer bzw. im Speisezimmer sind. Weil hinten ist noch so eine kleine Durchreiche. Da geht es vielleicht in die Küche. Ja, da geht es definitiv in die Küche. Und wie ihr seht, ist die Küche auch noch, dafür, dass hier drin alles ziemlich kaputt ist, relativ gut erhalten. Ja, hier haben wir auch noch mal so ein, warum hier zwei Küchen nebeneinander sind, kann ich euch nicht sagen. Hier geht es dann in die Garage. Oh, hier gibt es sogar noch, was ist das, Brunnen? Ja, ich glaube, das war mal ein Brunnen. Heizung oder Boiler. Heizung, ja. Hier haben wir noch so ein kleines Gewächshaus. Gut. Schauen wir mal rein, was wir noch so Interessantes finden. Nice. So Leute, wir sind jetzt hier wieder in dem Krankenhaus. Wir sind jetzt hier in dem OP-Bereich mehr oder weniger. Wir haben jetzt hier noch so eine Art Labor gefunden. Da wo der Kasten davor steht, das war nichts. Das ist so eine Notiztafel, nenne ich es jetzt einfach mal. Da haben wir noch eine, dieses scheiß Objektiv. Da haben wir noch eine Abdeckung, da haben wir noch einen Kasten für eine Löschdecke. Oh, ja, das ist vorbei. Ich denke mal, dass das hier auch so eine Art Labor oder irgendwas gewesen sein könnte. Und noch eine Augendusche. Das ist auch vorbei. So Leute, wir haben jetzt hier noch so eine Art, EDV-Zentrale gefunden, wo früher mal die Schaltschränke drin standen, beziehungsweise jetzt drin liegen. Hier haben wir auch noch so ein Feuer-Notfallplan, sage ich jetzt mal dazu. Gut, da unten geht es in die Kabelschächte, aber naja, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber die Kabel, das sind alles komplett leer. Also die haben sie komplett ausgeräumt, die Metallsiebe. Da ist nichts mehr zu holen. Ja, hier haben wir auch nochmal so eine Art Schaltschrank oder Verteilerschrank. Was haben wir hier noch Schönes drin? Ja, ist gleich in grün.
Ja, hier könnt ihr nochmal sehen, den Gang, wo wir das letzte Mal nicht lang sind. Wir sind praktisch das letzte Mal von ganz da hinten gekommen. Ja. Uah, Kamera, bleibt da. Gut. Das hier ist auch ein ganz interessanter Trakt. Und zwar ist das hier die psychiatrische Anstalt. Das sieht man hier an den Gittern vor den Fenstern. Also da wurden dann die etwas schwereren Fälle untergebracht, sage ich jetzt mal. Hier haben wir noch so eine Art, ja, ich weiß nicht, was das ist, ob das ein Labor ist, ob das ja, eine Küche jetzt eher weniger, weil die Küche ist ja hier gleich nebenan. Aber ich denke schon, dass das so eine Art Labor ist. Da haben wir noch so eine geteilte Tür. Da war früher wahrscheinlich mal die Anmeldung oder der Empfang. Ja, aber wie gesagt, was jetzt hier drin gemacht wurde, kann ich euch gerade ehrlich gesagt auch nicht beantworten. Hier ist das Dach auch schon runtergekommen. Und da hinten geht es wieder nach draußen. Gut, schauen wir mal, was wir noch so Interessantes entdecken. So Leute, wir sind jetzt hier in so einem, ja, in so einer Art Nachbargebäude. Wir haben hier auch noch so eine Anmeldung oder Garderobe, was auch immer. Das schaut mir stark nach Kühlraum aus. Ja, Kühlraum. Ein Objektiv ist schon wieder im Bild. Wo? Aber wir haben das auch verpasst. Ah ja. Und da unten in den Schubladen sind Kerzen drin. Hier liegen auch zwei. Okay. Kerzen. Ja, ich denke mir aber mal, weil das hier eine Kühlraumtür ist, dass das hier vielleicht so eine Art Medikamentenlager oder irgendwas in der Richtung war. Medikamentenkühlraum. Ah, der Lesen kann es kaum Vorteil. Ja gut, hä? Sherlock Holmes. Ja, hier waren vielleicht früher mal irgendwelche Metall. Das ist einfach zu warm. Karteikarten eingehängt oder irgendwas in der Art. Und hier auch nochmal. Aber ihr seht auch schon hier wieder die Wüste. Zerstörung. Hier liegen überall noch so Kabelhüllen rum, wo irgendwelche Kabeldiebe abisoliert haben. Ja. Was das hier war, kann ich euch leider auch nicht sagen. Da haben wir so eine kleine Durchreiche. Da draußen können wir jetzt das Kühlhaus sehen. Nicht das Kühlhaus, das Heizhaus. Oh, Leute, tut mir leid, wenn ich heute ein bisschen Scheiße erzähle, aber es ist so warm. Und ja, das setzt das Hirn ab und zu mal ein bisschen aus. Gut. Hier, das war wahrscheinlich so eine Art Empfang oder sowas. Da haben wir das Haupthaus, das Hauptkrankenhaus. Und hier haben wir nochmal so eine Bettenzahl. Ich habe keine Ahnung. Steht da drauf? Notdate. Ja, die kann man zeigen. Steht nichts Verwerfliches drauf. Jo. Ich habe auch keine Ahnung, was das hier mal war, ob das mal so ein Bettenraum war oder. Keine Ahnung. So Leute, wir gehen jetzt mal in den anderen Teil von dem Krankenhaus. Das ist praktisch der Teil, der beim letzten Video, den wir beim letzten Video nicht mehr geschafft haben. Wir sind wie gesagt damals von dort hinten gekommen. Und ja, wie gesagt, jetzt gehen wir mal in die Richtung. Die Jungs, die wir gerade getroffen haben, die sind schon wieder raus. Die haben uns auch noch ein bisschen was gezeigt, beziehungsweise gesagt, wo es noch was Sehenswertes zu finden gibt. Da werden wir nachher gleich mal hinschauen. Ja, aber im Grunde genommen schaut es hier eigentlich relativ ähnlich aus. Nee, schaut es nicht. Schaut überhaupt nicht ähnlich aus.
Ich habe auch keine Ahnung, was das hier für Stationen waren. Hier hingen früher oben so Vorhänge dran, denke ich jetzt mal. Aber wie gesagt, was das genau für Stationen sind, kann ich euch leider nicht beantworten. Aber hier haben wir wieder so ein Bild. Ich glaube, das ist nachträglich entstanden. Das stammt nicht vom Krankenhaus. Ja, und da hinten ist auch schon wieder Schluss. Hier haben wir noch so ein Infoboard. Schränke. Und hier ist noch so eine Fahne. Ich habe der Fahne nachzuurteilen. Ich weiß nicht, ob das eine Fahne ist oder ein Rollo ist. Schaut eher aus wie ein Rollo. Okay. Ja, Leute, ich glaube, das hier ist auch so eine Kinderstation. Ich sehe jetzt hier. Alles voller Baby Mickey Mouse und Baby Pluto und wie sie nicht alle heißen. Also es kann sogar sein, dass das hier wirklich die Kinderstation war. Ja, also ich gehe schwer davon aus, dass wir hier wirklich in der Kinderstation stehen. Was das hier allerdings für ein Raum ist, ich weiß nicht, ob ihr das im Video hören könnt, aber hier drin ist eine ultra komische Akustik. Also was heißt komisch? Es ist eine gute Akustik zum Filmen, aber es halt überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, für was man in einer Kinderstation so einen schallhemmenden Raum braucht. Da oben sieht man auch nochmal das Rollo. Ja, und hier ist auch schon Ende. Was haben wir hier noch? Das wird mal ein Bad gewesen sein. Was haben wir hier noch Schönes? Left, empty, right. Pressure, Oxygen, Sauerstoff. Okay. Sind jetzt hier an der gegenüberliegenden Station, wo wir jetzt gerade waren, von der Kinderstation. Wie gesagt, hier ist aber auch nichts mehr beschrieben, was das denn mal war. Für eine Station. Aber ich finde es halt auch extrem geil, wenn man da die Fenster so sieht, wie das Zeug da rein wächst, die Bäume und die Sträucher. Aber hier standen auf jeden Fall mal Betten. Das sieht man da oben an den Lampen, die da noch hängen. Hier kann man sich noch anschauen, wie man die Hände richtig wäscht. Hier wachsen auch überall Brombeeren, sehe ich gerade. Ja, und dahinter, das ist alles das Gleiche. Und da hinten geht es wieder zum Haupteingang. Ja, Leute, ich würde sagen, mit dem Krankenhaus sind wir dieses Mal komplett fertig geworden. Wie gesagt, die beiden Jungs, die wir vorhin getroffen haben, die haben uns gesagt, wo wir noch was Interessantes zu sehen bekommen. Und da werden wir uns jetzt mal hinbegeben und schauen, ob wir das finden. So Leute, wir stehen jetzt hier vor dem Heizhaus und da sind auch noch die Kessel drin. Da haben wir das letzte Mal zwar reingeschaut, haben aber dann nicht mehr gefilmt. Und da schauen wir jetzt einfach mal rein, dass ihr die Kessel auch mal gesehen habt. So. Ja, hier war wahrscheinlich mal irgendwie so Elektroverteilung oder Warmwasser. Irgendwie, keine Ahnung. Ja, und hier haben wir die ganzen Heizkessel, beziehungsweise was davon noch übrig ist. Die Jungs haben auch gesagt, dass es hier auf dem Gelände noch irgendwo ein Feuerwehrhaus geben soll. Da schauen wir natürlich auch gleich nochmal hin. Aber ich wollte euch einfach erstmal schnell hier das Heizhaus zeigen, weil ich das auch ziemlich interessant finde. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das Feuerwehrhaus überhaupt finden. So Leute, wir sind jetzt hier, wo wir die Feuerwache vermuten. Hier ist vielleicht das Wachgebäude, aber da ist auch nichts mehr drin. Da vorne haben wir noch einen Haufen Garagen. Ja, und hier kann es schon sein, von der Torgröße, dass hier wirklich mal eine Feuerwache drin war. Hier auch die
die Poller, die man da so sieht. Wobei mir das für eine Feuerwache relativ klein ausschaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier ist Firepoint. Ich weiß nicht, ob das hier eine Feuerwache war. Also auf jeden Fall was für größere Fahrzeuge, das steht fest. Aber für eine Feuerwache schaut mir das alles ein bisschen klein aus irgendwie. Also zumindest von der Länge her. Und gerade die nicht-deutschen Fahrzeuge, die sind dann doch immer ein bisschen größer. Sarah ist super geil. Alles klar. Ja. Hier hat jemand versucht reinzukommen. Mit dem Schneidbrenner oder irgendwas, keine Ahnung. Ja, gut, das wäre es von dem Gebäude. Dann schauen wir uns jetzt nochmal das andere Highlight an. So Leute, wir haben das nächste Highlight gefunden. Das ist der Bus. Das haben uns die Jungs erzählt, dass der hier steht. Ein alter VW-Bus, auch komplett ausgebrannt. Ja, der ist durch. Aber auch hier, man riecht wieder das Plastik. Also das ist auch noch nicht allzu lang her, wo der gebrannt hat. So schaut ein Auto von innen aus, was komplett ausgebrannt ist. Da hängt sogar noch der Motorblock drin. Aber ich glaube, da ist nichts mehr zu machen. Den kann man nicht mehr restaurieren. Das Thema ist definitiv durch. So Leute, ich stehe jetzt hier in der Toilette, mache jetzt hier mal einfach die Abmoderation. Das war jetzt der zweite Teil von dem verlassenen Krankenhaus. Wie gesagt, da hinten sind noch Wohngebäude. Wir haben uns die mal angeschaut, da ist nichts mehr drin. Also sind halt wirklich ganz normale Wohnungen bzw. Blockbauten. Nichts Interessantes. Würde jetzt das Video nur meiner Meinung nach unnötig in die Länge ziehen. Und ja, von daher haben wir gesagt, lassen wir das weg. Das Wichtigste haben wir auf jeden Fall gesehen, das ist das Krankenhaus, das ist der VW-Bus, die Feuerwache, die wahrscheinlich keine Feuerwache ist, sondern wahrscheinlich für Rettungswagen, so ein Rettungswagen-Depot war. Das Heizhaus haben wir gesehen und ja, den Rest haben wir dann im anderen Video gesehen, im ersten Teil. Danke nochmal an die zwei Jungs, die wir hier getroffen haben, die uns gezeigt haben, wo hier noch interessante Locations zu sehen sind. Wie jetzt eben der T5-Bus oder T4-Bus, was das ist. T4, glaube ich, ist das. Und ja, da sind wir das letzte Mal komplett dran vorbeigelaufen, haben wir das letzte Mal überhaupt nicht für voll genommen. Also wie gesagt, danke nochmal dafür. Ich hoffe, ihr zählt ab jetzt auch unter meinen Abonnenten. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, den Kanal natürlich gerne kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann verpasst auch kein neues Video von mir. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Bis dann, macht's gut. Ciao.